Herr Präsident, meine Damen und Herren! 2,5 Millionen Patienten hatten 2021 so schwere Impfnebenwirkungen, dass sie ärztliche Hilfe gesucht haben. Das sind mehr als 30 Mal so viele wie in den Vorjahren, in denen es maximal 77.000 gab. Von 77.000 auf 2,5 Millionen heißt, es war in den Vorjahren immer weniger, als Lüdenscheid Einwohner hat. Letztes Jahr hingegen waren es mehr Fälle, als Hamburg und Bremen zusammen an Einwohnern haben. 2,5 Millionen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das sind nur die erfassten Fälle von Kassenpatienten bei Kassenärzten. Die Nebenwirkungen von Privatpatienten oder die Nebenwirkungen, die in Krankenhäusern erfasst wurden, kommen obendrauf. Auch die vielen Fälle, in denen Patienten mit Impfnebenwirkungen nicht ernst genommen wurden und die Ärzte den Patienten gesagt haben, es habe nichts mit der Impfung zu tun, fehlen. Bei 2,5 Millionen dokumentierten Fällen ist also noch von einer hohen Dunkelziffer weiterer Fälle auszugehen. Ja, ich weiß, und ich höre es jetzt auch gerade wieder hier, Sie versuchen es kleinzureden. Das Standardargument wird sein, dass es mehr Impfungen gab. Ganz schwaches Argument. Denn es waren nur 4-mal so viele Impfungen wie im Vorjahr. Aber mehr als 30-mal so viele Nebenwirkungen. Das heißt, die Zahl der Nebenwirkungen, die so schwer waren, dass jemand deswegen beim Arzt war, ist um 800% gestiegen. Und nochmal, wir reden hier von Millionen Betroffenen. Das nächste Argument wird sein, dass die Impfung weniger erprobt ist. Ja, aber genau das ist doch das beste Argument dafür, endlich all die Daten zu den Nebenwirkungen zu erheben und auszuwerten. Genau weil diese Impfstoffe ein medizinisches Experiment sind, ist es unverantwortlich, weiter im Blindflug unterwegs zu sein. Und dann wird kommen, ja, die Nebenwirkungen sind wahrscheinlich alle harmlos. Wir alle wissen nicht, was es für Nebenwirkungen sind. Es könnten 2,5 Millionen Fälle von Hautausschlag oder von Juckreiz sein. Es könnten aber auch 2,5 Millionen Fälle von Krebs und von Herzerkrankungen sein. Niemand weiß es. Und das ist der eigentliche Skandal. Wir haben Millionen Fälle von Impfnebenwirkungen, und die Daten dazu werden nicht ausgewertet. Letzten Freitag erst teilte mir die Bundesregierung mit, ich zitiere, eine Auswertung zur Angabe der Art der Nebenwirkung liegt nicht vor. Dabei hat die Regierung gemäß Infektionsschutzgesetz sogar die Pflicht, die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung auszuwerten. Diese Regierung tritt nicht nur den Rechtsstaat, sondern auch die Gesundheit von Millionen Bürgern mit Füßen. Damit muss endlich Schluss sein. Es muss analysiert werden, welche Symptome und Krankheitsbilder die Menschen haben, die unter Impfnebenwirkungen leiden. Die Ergebnisse dieser Analyse müssen dann veröffentlicht und insbesondere den Ärzten mitgeteilt werden, damit die Impfgeschädigten endlich ernst genommen werden. Es muss eine Infrastruktur aufgebaut werden, um Impfgeschädigten schnell zu helfen. Und es ist unverantwortlich, dass Impfgeschädigte monatelang auf Termine bei Fachärzten warten müssen. Die Regierung hat hier eine besondere Verantwortung, denn sie hat den Menschen versprochen, dass die Impfung sicher ist. 2,5 Millionen Impfgeschädigte sind ein deutlicher Beweis dafür, dass die Impfung eben nicht sicher ist. Ich möchte mit zwei emotionalen Einzelfällen enden. Ich war neulich bei einer jungen Frau, die eine Organspende benötigt und deren Lebenstraum ein eigenes Kind ist. Die hat das Krankenhaus knallhart erpresst. Man hat ihr gesagt, wenn sie sich nicht impfen lässt, nehmen sie sie nicht auf und machen die Untersuchungen nicht, die sie benötigt, um auf die Warteliste für eine Organspende zu kommen. Seit der Impfung spielt ihr Zyklus verrückt, und sie weiß nicht, ob sie überhaupt noch ein Kind bekommen kann. Der Lebenstraum dieser Frau wurde zerstört. Und ich habe mehrere Stunden bei einer Mutter gesessen, die nach der Corona-Impfung ihre lebensfrohe, gesunde Tochter verloren hat. Das Mädchen ist beim Abendessen einfach so aus dem Nichts tot umgefallen. Postvakzine Myokarditis, sagte dazu der Arztbrief. Ich verspreche Ihnen eins. Es ist egal, wie oft Sie sagen, ja, der sollte das nicht sagen und die AfD sollte aufhören, darüber zu reden. Ich und meine gesamte Fraktion, wir fühlen eine besondere Verantwortung. Die gesamte AfD, wir werden nicht eher ruhen, bis man aufhört, gesunde Menschen gegen ihren Willen zu nötigen, an einem medizinischen Experiment teilzunehmen. Setzen Sie sich endlich mal mit den Fakten auseinander.